Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show, heute an einem Freitag ausnahmsweise. Es handelt sich nämlich um ein Special, um eine Sonderausgabe. Ich habe begonnen, die LinkedIn-Show aufzunehmen im Sommer 2019. Die ersten paar Ausgaben habe ich noch als klassisches Nicht-Live-Video gemacht, sondern eben als normalen Upload. Wir sind ja bei LinkedIn auf 10 Minuten beschränkt. Und ich glaube, im August habe ich dann Zugang zu Live bekommen. Habe meine ersten Live-Sendungen gemacht, habe mit dem Setup rumprobiert und dann in der 16. LinkedIn-Show war mein erster Gast hier im Studio und zwar Dr. Natalia Wichowski. Sie ist, ich würde mal sagen, die LinkedIn-Beraterin, das LinkedIn-Einhorn, und ich habe von ihr persönlich wahnsinnig viel gelernt und freue mich sehr, dass ich Sie als Erste heute zum zweiten Mal hier in der Sendung begrüßen darf. Und es gibt einen sehr, sehr erfreulichen Anlass. Natalia hat ihr erstes Buch veröffentlicht, und zwar heute. Es ist seit heute auf Amazon verfügbar, und wer Natalia kennt, der weiß schon, worum es in diesem Buch geht. Personal Branding, right. Und zwar Personal Branding mit LinkedIn, die Think Natalia Methode. Was erwartet euch heute hier also in dieser Sendung? Zum einen werde ich mit Natalia über ihr Buch sprechen. Es gibt seit heute auf LinkedIn, ich habe es von ihr vorab bekommen und das ist großartig. Ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Ihr müsst es nicht unbedingt kaufen, denn, haha, noch nicht genug der guten Nachrichten. Ich würde mal sagen, wenn das kein Grund für einen Disco-Modus ist, dann weiß ich auch nicht. Es gibt nämlich heute wieder ein Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Selbstverständlich Personal Branding, und zwar zweimal. Einmal als Hardcopy, also die Taschenbuchausgabe, einmal als PDF, und als dritten Preis kannst du hier in der Sendung eine Gratis-Teilnahme an Natalias ganz neuer Online-Masterclass gewinnen. Ich habe mir die Videos auch angeschaut, sehr, sehr toll, kann ich auch nur empfehlen. Also drei Preise. Die werden verlost unter allen, die diese Live-Sendung hier kommentieren. Du musst es nicht nur live kommentieren, das Gewinnspiel läuft bis am Sonntag um 23 Uhr. Und ja, wer bis dahin einen Kommentar geschrieben hat, ist mit dabei in der Verlosung. Schreib vielleicht dazu, ob du lieber die Hardcopy oder die PDF-Version hättest. Und ja, wir werden dann unsere drei Preise unter allen verlosen. Also, wie gesagt, ein Buch, das deine LinkedIn-Präsenz definitiv auf den nächsten Level bringen kann. Es ist natürlich wie bei allem im Leben, es reicht, oh, große Überraschung, es reicht nicht aus, das Buch zu lesen. Man muss die Dinge, die da drin stehen, dann auch umsetzen. Was mir dran so gut gefallen hat, Natalia schreibt sehr persönlich über ihre eigene Geschichte und aber zugleich auch sehr hands-on. Es gibt da ein Kapitel über, sie nennt das, glaube ich, tägliche Routinen, Dinge, die man eben laufen mit LinkedIn erledigen muss, eine Sache, die viele übersehen. Allein was man sich da rausziehen kann, ist ganz, ganz fantastisch. In diesem Sinne also, herzlich willkommen, lieber Milos. Hi Brenda. Oh, wir haben heute sogar eine Zuseherin aus den USA. Und Linz to the US. Hallo Roswitha. Oh, Schweiz. Roger, hallo Roger. Liebe Grüße in die Schweiz. Hallo Silvia. Freut mich, dass ihr dabei seid. Also wie gesagt, die Genannten haben bereits hier einen Kommentar geschrieben. Und ja, schreibt einen Kommentar, alle, die bis zum 23. Sonntag, ja. So, Entschuldigung, 22. um Gottes Willen, 22. Heute ist es schon der 20. Also alle, die bis zum 22. am Sonntag um 23 Uhr kommentieren, nehmen am Gewinnspiel teil und wir verlosen einmal Personal Branding mit LinkedIn, die Think Natalia Methode als PDF, einmal als Hardcopy und einmal die Teilnahme an Natalias neuem Online-Kurs. Und damit bin ich auch schon
am Ende meiner Einleitung und wir beginnen das Interview mit Dr. Nett oder, wie ich sie zu nennen pflege, Natalia of the House Wichowski, the first of her name, the LinkedIn Unicorn, Queen of Livestreams, Personal Growth and the First Content Creators, Khaleesi of Personal Branding, Protectress of Common Sense, Lady Regent of the Think Natalia Method, Breaker of Change and the Mother of Social Selling. Ja, einer für alle Game of Thrones Fans. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil unseres Interviews. Liebe Natalia, herzlich willkommen. Du warst der erste Gast in meiner LinkedIn-Show und du bist die erste, die ich zum zweiten Mal begrüßen darf, was mich persönlich wahnsinnig freut. Du bist ein ganz, ganz wesentlicher Grund, warum ich selber auf LinkedIn recht erfolgreich unterwegs bin. Ich habe irrsinnig viel gelernt von dir. Du machst schon lange Kurse. Es reicht eigentlich, dir zu folgen, um wahnsinnig viel mitzukriegen. Und du hast jetzt ganz, ganz frisch dein erstes Buch veröffentlicht. Ich habe es gelesen. Worum geht es in dem Buch? Ich sage mal nichts dazu vorerst. Genau, du bist einer der ersten ausgewählten Leute, die schon vor dem Release einen Einblick haben konnten in das Buch, weil ich dich wertschätze und dir unglaublich dankbar bin für die Möglichkeit, dass du ja mir immer wieder die Plattform gibst, beziehungsweise dass du ja mir deine Zeit schenkst und auch meinen Content anschaust, beziehungsweise mit ihm interagierst. Deswegen danke, ein herzliches Danke auch von meiner Seite. Worum geht es? Also, Danke. Worum geht es in dem Buch? Es geht in dem Buch um das Thema Personal Branding mit LinkedIn. Also wirklich die Grundlagen, was ist LinkedIn, weshalb sollte ich momentan eher LinkedIn nutzen und nicht zum Beispiel Xing oder Instagram oder Facebook. Es geht darum, was Personal Branding ist und wie wir es nutzen können und warum es so wichtig ist und wer es nutzen sollte. Und es gibt auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, wie man sich die Personal Brand aufbauen kann an LinkedIn. Und das alles auf eine organische Art und Weise, ohne eben Werbung zu schalten. Und weil ich mir dann überlegt habe, ja, warum sollten mir Leute vertrauen, insbesondere die mich noch nicht so richtig kennen? Vielleicht sollte ich da irgendwie noch meine Geschichte mit einbringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, mache ich auch. Deswegen gibt es in dem Bonusbereich die Reise zu meinem besten Selbst, also die Geschichte, wie ich zu einem LinkedIn-Einhorn wurde, aber auch, wie ich meine Dämonen und Hirngespinste der Vergangenheit überwinden musste, um eben zu der Person zu werden und zu dem Business zu werden, die ich heute bin. Denn es ist nicht mal eben so, über Nacht Erfolg, sondern es gab etliche Glaubenssätze, die ich überwinden musste. Ich musste lernen zu weinen, ich musste lernen zu vergeben. Und ja, das ist einfach unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deswegen habe ich mein Bestes versucht, all das in ein Buch zu integrieren. Und die Leute, die es bereits gelesen haben, haben alle durchweg gesagt, geiles Buch, tausend Dank, dass du auch so offen bist. Und enormer Mehrwert. Also mich hattest du in der Einleitung, wo du schreibst, das ist jetzt dein erstes richtiges Buch, weil du bei der Dissertation aufgrund der formalen wissenschaftlichen Anforderungen sehr eingeschränkt warst. Du bist mit den Leserinnen bei du im Buch. Du erklärst auch, dass du nicht splittest, weil das den Text für dich zu sperrig gemacht hätte, weil du im Flow drin bleiben willst. Ich bin nicht überrascht, dass alle, die es gelesen haben, das Buch großartig finden. Aber was ich dich eigentlich fragen möchte: Warum machst du es nicht wie jeder andere Coach? Normalerweise würde man so ein E-Book rausbringen als Akquise-Tool. In dem Buch steht viel zu viel drin. viel zu viel Wissen. Ja, also mir war es wichtig, dass ich ein echtes, richtiges Buch habe, weil unterschiedliche Gründe. Der erste Grund ist, dass ich primär Dienstleistungen anbiete. Also es gibt mein Gruppencoaching, es gibt meine Trainings, es gibt meine Workshops, es gibt mich als Keynote-Speakerin, aber ich baue eine immer größere Community auf und die schreien halt eben nach Produkten. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen. Was ist das Leichteste? In Anführungsstrichen ein Buch. So. Zweitens ist mir aufgefallen, dass ich es schwierig finde, für meine Community irgendwie User-Generated Content erstellen zu lassen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie Stifte druckt mit Think Natalia oder ein Think Natalia Cap oder ein Think Natalia T-Shirt, weil ich würde das selbst nicht tragen und ich schätze meine Community auch so ein. Vielleicht kommt das irgendwann mal anders, aber ich wollte ihnen etwas in die Hand geben oder etwas, was sie fotografieren können, etwas, was sie auf Instagram halten können oder auf LinkedIn. Also ich brauchte irgendeine Art User-Generated Content, als auch etwas, was sie halt eben, womit sie sich identifizieren können. Und der dritte Grund ist einfach, dass man, und so habe ich es über die letzten Jahre erlernt, dass der Wert eines Keynote-Speakers, einer Trainerin, eines
Trainers massiv wächst, wenn du ein Buch hast, weil du dann nicht nur Speaker bist, sondern eben auch Autor. Und insbesondere, wenn es so um das Thema geht, Budgetverhandlungen, wie hoch ist die Speaking-Fee, da ist ein Buch immer ein nice Add-on. Da kann man ja irgendwie einen Stand aufbauen, sodass es man zusammen ein Selfie macht und dann eben nochmal das Buch unterschrieben wird. Und ja, das hilft, glaube ich, auch bei der Personal Brand. Das macht dich so ein bisschen mehr zum Celebrity. Ja, auf jeden Fall. Mir ist der Gedanke, gebe ich zu, auch schon gekommen, auch bei meinen Workshops hält und so weiter. Du hast da natürlich ein Buch, das du austeilen kannst. Und ich überlege, also ich bin momentan dran, ein Buch zu schreiben über Content-Strategie, natürlich auch sehr bezogen auf LinkedIn. Das glaube ich, oder bin mir recht sicher, dass es auch eine ganz gute Ergänzung sein könnte, vor allem für Unternehmen, denen es ja oft um die Marketingseite geht. Du schreibst in dem Buch auch darüber, dass du überlegt hast, Verlag versus Self-Publishing. Was für Überlegungen standen da dahinter? Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, die selbst publiziert haben, als auch Leute, die in einem Verlag publiziert haben. Und ich habe festgestellt, dass es in meiner Wahrnehmung, ich kann komplett falsch liegen, einen massiven Unterschied gibt, ob man für den deutschsprachigen Raum publiziert oder für den englischsprachigen. Ja. Ich habe mit Leuten gesprochen, insbesondere aus Nordamerika. Und wenn du dort sagst, ey yo, ich habe mein erstes Buch selbst publiziert, sagen die wirklich, ey yo, high five, du bist total cool, du bist eine geile Sau, ich wäre so gern wie du. Im deutschsprachigen Raum tendenziell besteht dann eher die Reaktion, boah, Alter, war dein Buch so schlecht, dass du keinen Verlag finden konntest? Das ist ja keine richtige Idee. Ja, ist der Klassiker. Ja. Das war so das Erste, das war so ein bisschen das Wahrnehmungsproblem. Dann dachte ich, okay, muss ich drüber überlegen. Der zweite Punkt war, dass wenn man für einen Verlag schreibt, dass man das Buch noch nicht fertig haben kann und dass der Verlag das Buch definitiv auch schärft beziehungsweise aktiv in den Content eingreifen kann, den Titel des Buches bestimmt, das Cover bestimmt und so wie du am Anfang gesagt hast, ich habe bei meiner Doktorarbeit so sehr gelitten, weil mir permanent irgendjemand, mein Doktorvater, die Finger da reingesteckt hat, was er auch musste, weil letzten Endes ist sein Name drauf und das war eine wissenschaftliche Arbeit und ich bin halt eben nicht so der typische Wissenschaftler. Also nichts gegen meinen Doktorvater, aber ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht frei ausdrücken kann, dass ich nicht wirklich im Flow bin, dass das nicht so richtig meins ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob es Ego ist oder was weiß ich, was ein Trauma, aber ich wollte einmal etwas publizieren, was wirklich meins ist und wissen, wie sich das anfühlt. Und der letzte Grund war, dass wenn man in einem Verlag publiziert, so wie ich das verstanden habe, dass man dadurch natürlich massive Reichweite erhält. Das ist dann ein internationaler Bestseller oder ein Bestseller und also das Marketingbudget, was dein Verlag hat und was alles mit dazukommt, auf der Buchmesse ausstellen und die Visibilität ist einfach unglaublich. Also dadurch erhält man wahrscheinlich auch Auftritte im Fernsehen oder im Radio und ganz tolle Brandaufträge. Hier kommt allerdings der Haken. Pro Buch, was verkauft wird, kriegst du noch nicht mal einen Apfel, du kriegst noch nicht mal ein Ei. Du kriegst so in etwa 30 Cent. Und da dachte ich mir, weiß nicht, ob das momentan das ist, was ich machen möchte, denn ich gebe mein Bestes dazu, also ich möchte mein Business momentan skalieren und ich möchte mehr Umsatz machen. Und ich habe nichts gegen Verlage und ich sage auch nichts gegen dieses System und ich kann mir durchaus vorstellen, in naher Zukunft ein Buch mit einem Verlag zu schreiben, aber das passt momentan einfach nicht, das ist momentan nicht im Einklang mit meiner allgemeinen Strategie, wie ich mein Business momentan wachsen lassen möchte. Was bedeutet das für dich im Netzwerk arbeiten oder denkst du auch in Richtung Angestellte, Unternehmen, Agentur? Also bei mir ist es momentan so, ich arbeite unglaublich gerne mit Freelancern zusammen. Also Leute, die entweder Freelancer sind oder Solopreneure, selbstständig. Leute, die motiviert sind, die von zu Hause aus alleine arbeiten wollen und die jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, danke, nein. Ja. Die Leute sind in meiner Wahrnehmung unglaublich selbstmotiviert. Sie sind witzig, sie geben ihr Bestes und wenn du, es ist noch nicht mal, ganz viele Leute sagen, ja, aber es ist so schwierig, diese Leute zu finden. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe diese Leute relativ einfach gefunden und ich finde es toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mir war es wichtig, ich hatte über die ganzen Jahre nur wirklich so High-Ticket
Produkte bzw. Dienstleistungen, die ich angeboten habe. Jetzt ist es wichtig, dass ich auch etwas in dem Segment darunter anbiete. Und das sind halt eben Online-Kurse, sind Bücher. Und da wollte ich schauen, vielleicht auch einen Membership-Bereich. Da bin ich auch gerade überlegen, was ich machen kann. Und genau, das sind Dinge, an denen ich momentan arbeite. Ich werde mir definitiv auch noch andere Freelancer mit reinholen. Ich hoffe, so gegen Mitte, Ende dieses Jahres auch jemand im Bereich Social Media. Ich habe mir gerade erst jemanden reingeholt, der mir noch hilft mit meinen Zahlen. Ich habe mir letztes Jahr jemanden reingeholt, der mir hilft beim Thema Lead-Generation, Sales-Optimierung. Also ich bin jemand, der wirklich Schritt für Schritt sagt, okay, worin bin ich gut? Was ist einfach nicht meine Stärke, ohne mich dafür zusammenzuschlagen oder schämen zu müssen? Weil ich glaube, wir sind alle gut in etwas und wir sind alle nicht so gut in anderen Dingen. Und ich gebe da mal Mistes, um halt wirklich das Geld zu verdienen, es zur Seite zu legen, hole mir dann so zwischen 3 bis 12 Monaten einen Experten ins Haus, lerne alles von dieser Person, sei es nur ein Coach, ein Berater, ein Mentor. Und dann sagen wir Dankeschön, wir gehen getrennte Wege. Und das hat sich für mich wirklich bezahlbar gemacht. Also würde ich jedem zu raten, einfach über den eigenen Schatten, in den eigenen Stolz zu springen und in Bereichen, in denen es halt nicht so fließt, andere Leute reinholen. Du musst nicht alles alleine machen. Super spannendes Modell, und was da ja auch dahinter steht, das sieht man wieder beim Buch, weil du gesagt hast, dir ist es jetzt nicht so schwer gefallen, die Leute zu finden. Das hat natürlich auch viel mit Personal Branding zu tun. Wenn man da kurz denkt, dann glaubt man vielleicht, ich mache das, was du empfiehlst, und dann werde ich auf LinkedIn sichtbarer. Aber das endet ja nicht an den Grenzen der Plattform. Das ist ein erfolgreicher Personal Brand, das hat ja ganz viele, wie hätten früher hat man vielleicht gesagt, Synergieeffekte oder wie auch immer. Du schreibst im ersten Teil des Buches eben über den Aufbau des Personal Brands. Das ist auch sehr praxisorientiert. Du schreibst dann sehr detailliert, wie man das Profil gestalten sollte, worauf man beim Fotoshooting achtet. Ein Teil, der mir besonders ins Auge gesprungen ist, weil es eigentlich etwas ist, über das kaum jemand anderer spricht. Wie hast du es genannt? War die administrativen Tätigkeiten. Also das, was ich auf LinkedIn laufend mache. Das ist so, du hast mal gepostet, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Dinge, die du nicht machst. Damals dieses Posting mit den verschiedenen Punkten, da war dabei Surfing mindlessly oder Browsing mindlessly through Social Media, why would I do that? Ja. Da musste ich wieder dran denken bei den administrativen Tätigkeiten. Das ist meiner Meinung nach etwas, das sehr unterschätzt wird, diese Regelmäßigkeit. Aber ich finde, du gibst da wirklich sehr, sehr viel her von dem, wie du LinkedIn verwendest. Man muss es halt dann auch machen. Absolut. Also ich weiß, no offense, dass viele Leute lesen und nicht umsetzen. Und ich weiß, dass Information super ist, aber Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die Teil meines LinkedIn-Gruppen-Coachings sind, da geht es von Information zu Transformation zu Implementation. Die meisten Leute schaffen es einfach nicht, Dinge umzusetzen beziehungsweise brauchen einen Coach. Und glaub mir, die Dinge, die wirklich dazu führen, dass man enorm viel Sichtbarkeit beziehungsweise Geld verdient, die habe ich doch nicht im Buch erwähnt. Come on! Die gibt es nur im Gruppen-Coaching. Natürlich, ja, das ist klar, das macht natürlich auch Sinn. Aber das Buch, ich behaupte mal, ohne mich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, das Buch bietet die Aufbaugrundlage, die man braucht, um diese anderen Dinge dann überhaupt tun zu können. Absolut, absolut. Also darum ging es. Nicht, dass du nichts. Ja, genau. Ja. Und es ist auch deine, apropos Flow, es ist sehr, sehr angenehm zu lesen. Eine ganz, ganz wichtige Frage, ich hab jetzt das PDF von dir vorab bekommen. Was wird das Buch kosten eigentlich auf Amazon? 12,99 €. Wow, okay, that's a no-brainer, wie die Amerikaner sagen. Wo wir da gerade dabei sind, machst du eigentlich eine englische Version auch davon? Absolut, also ich schaue mir an, wie das auf dem deutschen Markt ankommt, was ist Feedback, und basierend auf dem Feedback werde ich das dann halt eben in die englische Version einarbeiten, das Ganze ein bisschen updaten und dann hoffentlich im Sommer diesen Jahres dann die englische Version davon launchen, weil wie geil ist das denn, wenn ich sagen kann, ich habe 2 Bücher geschrieben. Möchtest du es auf Englisch oder möchtest du es auf Deutsch halten? Ja, ich habe beide selbst geschrieben. Ich habe auch beide übersetzt. Das ist schon, ist schon geil. Ja, klar, auf jeden Fall. Oh mein Gott, es ist schon wieder passiert. Ich muss mal da wirklich was überlegen mit dem Mikrofon. Very sorry. Allerdings sehr, sehr cool. Wir haben heute eine ausgesprochen internationale Zuhörerschaft. Hallo lieber Julio Umberto, hallo Thomas Geusser, PR-Experte, Krisenkommunikation, Security, war einer der ersten, von dem ich in dieser Woche ganz zu Beginn eine Mail bekommen habe, dass er voll einsatzbereit ist. Tommy Dobbs, hi, wir haben uns gestern noch unterhalten
über Zoom, über Clever Dialer. Hallo Herwig, hallo Kennedy, hallo Herbert, hallo Ilkay, ganz genau, organisches Wachstum, that's the shit. Und Roger, ja, ich kann mich nur anschließen, Natalia, absoluter Vollprofi und genau das kommt auch in dem Buch rüber. Lieber Thorsten, Gruß zurück an Urban Division. Hallo Brent, Brent schreibt hier, der wichtigste Punkt an einem Buch ist der Expertenstatus, den man dadurch erlangt. Vollkommen richtig, ist natürlich für einen Speaker eine tolle Sache, auch wenn man in Workshops und bei Veranstaltungen einfach ein Buch zum Hergeben hat. Aber natürlich, wenn sie es gut verkauft und man damit auch was verdient, umso besser. Zwei Fliegen mit einer Klappe, statt eine Fliege mit zwei Klappen. Also in diesem Sinne, danke an alle, dass ihr dabei seid. Ich gelobe Besserung mit dem Mikro, eine große rote Lampe hinmachen oder so. Und für alle, die neu zugeschaltet haben, ihr seid gerade bei der LinkedIn-Show bei einem Special mit Dr. Natalia Wichowski. Und Dr. Natalia hat heute ihr neues Buch veröffentlicht. Und ja, dieses Buch, Personal Branding mit LinkedIn, die Think Natalia Methode, das gibt es hier zu gewinnen. Zweimal, einmal als PDF-Version und einmal als Hardcopy. Und das, ja, ist doch wirklich ein Grund, einen Kommentar zu schreiben. Oder wie seht ihr das? Also schreibt einen Kommentar und nehmt teil am Gewinnspiel. Das Gewinnspiel läuft bis zum 22., also der Sonntag um 23 Uhr. Also unter allen Kommentatores, die hier ihre 5 Cent oder wie man auf Deutsch weniger elegant sagt, ihren Senf hinterlassen, verlose ich das Buch und einmal gratis Zugang zur ganz neuen Online-Masterclass Video Lectures von Dr. Natalia. Aber nun viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Interviews. Wir haben zuerst jetzt ja vor allem über Natalias Buch gesprochen. Im zweiten Teil geht es um ein Thema, das glaube ich auch für alle sehr, sehr spannend ist, die unsere Lieblings-Business-Plattform intensiver verwenden. LinkedIn Trends 2020. Stories stehen vor der Tür. Man hört Gerüchte über neue Posting-Formate. Wird LinkedIn Live für alle freigegeben? Ja. Natalia und ich spekulieren ein wenig. Viel Vergnügen. Und du hast vorher schon erwähnt, zwei neue Kurse sind fix in Planung von dir bei LinkedIn. Der nächste, glaube ich, da wird es um Profiloptimierung gehen. Buch kommt auf Englisch raus, das heißt, so richtig Fahrt wird dir nicht. Neben Büchern, neben den Kursen, die du machst, neben deiner normalen Beratungstätigkeit, bist du ja auch auf LinkedIn sehr, sehr aktiv. Du machst jetzt live schon sehr lange. Du warst bei der ersten Runde, glaube ich, dabei, die den Live-Zugang bekommen hat. Genau. Mindestens einmal die Woche sehr konsequent. Wie ist denn dein Fazit jetzt bisher so von live? Ich glaube, es gibt niemanden, der es so intensiv genutzt hat wie du, auch über so lange Zeit. Ja, ich war wirklich einer der Ersten, die dazu Zugang hatte im Juni letzten Jahres. Am Anfang war es sensationell, weil du so viele Views hattest. Aber das ist ja am Anfang mit allen neuen Tools oder Features so. Momentan ist es ein bisschen abgeklungen. Ich finde es allerdings eine sehr, sehr gute Plattform, um wirklich direkt bei deiner Community mit dabei zu sein. Ich habe unterschiedliche Formate getestet. Also ich habe so dieses Q&A, sag mir, was dein Problem ist und ich antworte darauf. Und dann habe ich mir jedes Mal eine Frage ausgesucht und dann halt eben das Ganze beantwortet. Oder aber über Themen gesprochen, die mir wichtig sind. Und über die letzte Zeit hatte ich das Gefühl, ich brauche irgendwie was Neues. Ich finde es, irgendwas fehlte mir. Ich habe mich gestern mit einer meiner Mentorinnen getroffen und wir haben ein neues Konzept auf die Beine gestellt, dass wir ab Mai, launchen werden. Ich muss das noch ein bisschen vorbereiten. Also ich möchte zum Beispiel auch Leute in mein LinkedIn Live hineinbringen und auch mal über ganz andere Themen sprechen, wie Religion, Politik, Sexualität, Spiritualität. Ich werde zu dem Zeitpunkt dann auch bereits in Europa leben. Also ich splitte ja meine Zeit, dass ich sage, der Sommer und der Herbst, den verbringe ich in Europa und den Winter und den Frühling in den Emiraten. Deswegen kann ich dann auch ohne irgendwelche, sollte ich darüber reden oder lieber nicht, der Nahe Osten ist halt ein bisschen sensibler. Also die Emirate sind ein wahnsinnig tolerantes Land, aber nichtsdestotrotz möchte ich niemanden auf die Füße treten. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich, wenn es da so halt ist, einfach nur, um nochmal sicher zu gehen. Genau.
cooles Tool und die meisten Leute die bereiten sich nicht richtig vor, beziehungsweise wissen nicht, was sie danach mit dem LinkedIn Live machen sollen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise wir haben es auch massivst als Lead-Maschine genutzt, teils dezent, teils nicht so dezent, um einfach mal zu schauen, was geht. Es macht einen Unterschied in der Motivation der Person, die an LinkedIn Live hält, ob du nur ein Live machst oder ob du mit jedem Live Leads generierst oder aber mit jedem Live sogar Produkte verkaufst. Das fand ich bei mir sehr, sehr spannend in der eigenen Wahrnehmung. Ja. Also das sind so die größten Einsichten zum Thema Live. Wow, ja, sehr spannend. Ich habe, apropos Trends, ich habe es gelesen, ich glaube, letzte Woche hat LinkedIn den Artikel veröffentlicht am offiziellen Blog, dass sie jetzt intern Story-Format testen. Ja! Ich könnte mir vorstellen, dass du dich drauf freust, oder? Absolut, total geil. Kann man das auch, genau. Ja. Oh, schön. Für Live- und Eventberichterstattung ein Hammer, oder? Absolut. Und vor allen Dingen ist es so schön, weil es nicht perfekt sein muss. Das heißt, man kann mal irgendwie ein Foto posten, was nicht perfekt retuschiert ist oder wo das Licht nicht so gut ist. Oder etwas, wo man sagt, ich bin mir nicht so sicher, lass mich das mal testen, weil nach 24 Stunden ist es weg. Wenn Leute positiv darauf reagiert haben, kann man das in den Newsfeed nehmen. Ja. Also für mich sind, es ist ja wie auf Instagram-Stories. Für mich sind meine Instagram-Stories da, wo es abgeht, beziehungsweise die zeigen mir dann auch, was ich so in meinem Newsfeed, was die Leute sehen wollen. Und das dann eben spannend zu kombinieren, was für eine Strategie baut man auf, dass man die Leute vom Newsfeed in die Stories und von den Stories ins Newsfeed, ins LinkedIn Live führt, das wird eine Herausforderung, aber da freue ich mich drauf. Da bin ich auch super gespannt, wie andere Leute das nutzen. Ich habe nämlich, was mich voll interessiert hat, ich habe bei dem Artikel in Bit Davis dann nachgefragt, wie LinkedIn das implementieren wird und er hat mir dann auch geantwortet und hat geschrieben, voraussichtlich so wie Facebook. Das heißt, dass die Stories deiner Kontakte wirklich on top auf the feed stehen. Ja, das ist sauber. Das wird keiner machen am Anfang. Das wird ein nettes glaube ich Spiel. Auch. Total. Absolut, absolut. Die meisten Leute werden sich nicht trauen. Ich kann nur... Splitter, finde ich ja. Die Frage ist halt eben, macht sich LinkedIn damit den Newsfeed kaputt? Großes Fragezeichen. Ja. Ich meine, die müssen auch wahrscheinlich immer laufend testen. Auf der anderen Seite, denke ich, die vergeben sich ziemlich viel, weil die Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt, die sind ja komplett mit diesem Story-Format auf anderen Plattformen groß geworden. Also für die wird das auch sich natürlicher anfühlen. Ja. Was siehst du denn sonst? Wir haben jetzt, immerhin, wir gehen auf das Ende des ersten Quartals zu. Was siehst du denn sonst 2020 so für Trends auf LinkedIn oder technologisch oder generell von der Nutzung her? Also ich sehe immer mehr Leute, die wirklich aus ihrem Schatten heraustreten und Videos machen, was ich super finde und spannend finde. Also Video ist und bleibt meines Erachtens nach wie vor etwas, an dem Leute schrauben bzw. arbeiten. Ich fand spannend, dass Dokumente momentan so gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob das weiterhin so bleibt oder ob LinkedIn mit einer weiteren oder mit einer neueren Idee kommt. Es gibt ja so viele Sachen, die momentan getestet werden. Es gibt dieses Featured Feature. Bleibt das oder geht es? Events. Ich habe keinen Zugang zu. Andere Leute haben Zugang zu. Also ich glaube, dass LinkedIn wirklich unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Plattformen weiterhin testet, die Leute mit reinbringt und dass es dabei ist, sich selbst als Plattform, ich weiß nicht, ob es neu zu definieren ist, aber ich glaube, sie versuchen gerade extremst noch moderner und noch spannender zu werden, um aus diesem Image rauszukommen, hey, das sind nur irgendwie Leute, die Tech-Dinosaurier sind und irgendwie 50 Jahre alt. Ja, es bleibt spannend und mal schauen, womit sie uns überraschen. Ja. Newsletter ist auch sehr interessant. Was jetzt, Gary hat es, glaube ich, diese Woche freigeschalten bekommen. Ja, das bleibt sehr, sehr spannend. Wie siehst du eine Sache, jetzt haben wir haben uns auch das letzte Mal drüber unterhalten, im Dachraum hat LinkedIn, ich sage mal, aber Anfang 2019 ist es wirklich explodiert und wirklich groß geworden. Es zieht natürlich auch sehr viel mehr Personen an. Ich stoße da immer wieder mal auf die Befürchtung, wenn das jeder nutzt, dann wird es überfüllt. Siehst du irgendwelche, also glaubst du, dass es für LinkedIn ein Problem wird, die Skalierung beizubehalten? Es war bisher ja ein relativ kleiner Prozentsatz der Nutzer, die überhaupt Inhalte produziert haben. Ja, also ich meine, dadurch, dass Microsoft LinkedIn gekauft hat, habe ich eine sehr hohe Erwartungshaltung an diese Plattform.
Deswegen glaube ich, dass sie, die werden Arten und Weisen finden, dass sie die Qualität auf dieser Plattform beibehalten können. Was wird passieren? Höchstwahrscheinlich, weil jede Plattform das gemacht hat, werden sie langsam aber sicher den Organic Reach runterschrauben. Grausam! Das heißt, der Content muss sich dann qualitativ noch mehr aus der Masse hervorheben, um halt eben gesehen zu werden, beziehungsweise es wird dann wirklich darum gehen, dass du eine Community aufbaust und dass du Mehrwert schaffst. Dass es nicht darum geht, hey, ich mach mal ein 13 Sekunden verwackeltes Video von ich esse meine Pommes. Okay, was das auf LinkedIn zu suchen hat, ist dann auch so eine andere Frage. Es sei denn, du verkaufst Pommes, dann ist das okay. Das ist ja immer so die Frage, was du verkaufst. Also sie werden die Qualitätserwartungen hochschrauben. Die große Frage, die ich mir auch stelle, ist, ob zum Beispiel LinkedIn Live etwas sein wird, zu dem alle Zugang haben, oder ob LinkedIn das als so ein Exklusivpaket, wenn ich das so nennen möchte, beibehält für ganz ausgewählte Leute. Ich habe so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, jedes Mal, wenn ich über ein neues Feature poste auf LinkedIn, dass in der Wahrnehmung der Leute, dass zum Teil Leute so ein bisschen aufgebracht sind. Also, dass sie sagen, LinkedIn ist eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt die Beta-Tester und die Nicht-Beta-Tester. Und wie werde ich ein Beta-Tester? Ich so, du, wenn ich eine Antwort darauf hätte, dann würde ich garantiert nicht hier und so leben. Weißt du da mehr zu? Also, gibt es eine offizielle Möglichkeit, dass ich als Beta-Tester zu bewerben? Ich habe da noch nie von gehört. Nee. Nein. Gibt's nicht. Das ist immer, es ist nur so, also Ausnahme ist eigentlich das Live, wo man sich ja explizit bewerben konnte. Kann. Genau. Und wieder geöffnet kann man auch immer noch. Aber ansonsten sind das alles Kohortentests eigentlich, wo soweit ich das verstehe, ein Teil der Nutzer einfach zufällig ausgewählt wird. Teilweise gibt es sicher auch Pläne. Die Rollouts sind manchmal in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, weil du gesagt hast, bei den Events, ich habe das in der englischsprachigen Version, also wenn ich die Benutzeroberfläche auf Englisch umstelle, dann habe ich gesehen, was jetzt umgestellt haben, diese Multimedia-Inhalte an Profile, die eigene Box bekommen haben. Das ist auch ganz interessant. Wenn du diese Funktion bei dir freigeschalten hast, dann siehst du die auch bei allen anderen Nutzern so. Ja. Und wenn der Nutzer sie nicht freigeschalten hat, sieht er auch bei allen anderen die alte Version. Also da wird schon, ich denke aber, das ist ja das Problem dieser Plattformen. Du kannst ja in Wahrheit nicht split-testen. Du musst immer alles parallel machen. Aber das, und LinkedIn wird natürlich auch schauen. Ich meine, wenn sie nicht die tendenziell die aktiveren Nutzer nehmen und mit denen neue Features ausprobieren. Oder? Also ich denke, um Beta-Tester zu werden, das, was es ja offiziell nicht gibt, muss man die Plattform halt aktiv nutzen. Das erhöht auch die Chancen, dass man Features freigeschalten bekommt. Behaupte ich jetzt mal, das ist nur meine Meinung, kann ich nicht. Würde ich genauso sehen. Alles andere macht einfach überhaupt keinen Sinn, basierend auf das, auf dem, was wir alles über die letzten Jahre gesehen und studiert haben. Ja. Ich möchte mich wirklich entschuldigen für die Tonprobleme vorher. Es liegt nicht an mir. Das Problem ist, unsere Tontechnikerin, die schläft schon wieder. Seht ihr das? Die Tontechnikerin ist eingeschlafen. Also, kein Wunder, dass das nicht mit dem Mikro klappt. Und ihr habt mich schon immer gefragt, warum diese Studiomikrofone diese großen roten Lichter haben. Ihr seht hinter mir die fette Disco-Kugel. Die Disco-Kugel taucht immer auf, wenn es was zu feiern gibt. Und heute Premiere und Release-Date von Dr. Natalia Wichowskis neuem Buch. Personal Branding. Und ja, eben, ihr könnt dieses Buch hier gewinnen, gleich zweimal, einmal als Hardcopy, als Taschenbuchausgabe und einmal als PDF. Und obendrein gibt es dann auch noch einen Gratis-Teilnahmeplatz bei Natalias neuem Online-LinkedIn-Masterclass. Also, was muss man tun, um mitzumachen? Ganz simpel, wie immer, einen Kommentar schreiben. Und wir haben ja auch schon eine ganze Reihe von Kommentaren. Freut mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ja, Silvia, das Tonproblem. Hallo Franziska, hallo Stefan, hallo Thorsten, Andrea Balschuh, absoluter Profi vor der Kamera, ihr kennt sie natürlich aus dem Fernsehen, postet auch immer sehr, sehr hilfreiche und ganz tolle Videos in der DachTV-Gruppe. LinkedIn-Dach-Community, Standing Together Strong. Ich freue mich auf die Verlosung, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und damit kommen wir zum
dritten und letzten Teil des Interviews mit Dr. Natalia. Worüber haben wir uns unterhalten? Hört selbst. Viel Vergnügen. Aber das ist ja oft im Online-Bereich so eine Sache oder generell im Leben. Ach, wenn ich nur das und das hätte, dann könnte ich. Das ist ja nicht der Punkt. Man kann die relevanten Funktionen, auf die hat eh jeder Zugriff. Man kann auch mit 10 Minuten Videos so viel machen. Absolut. Und ich meine, letzten Endes geht es meines Erachtens immer noch um diese Vanity-Metrics. Du glaubst gar nicht, wenn die Leute irgendwie sagen, oh, Natalia, ich will mehr Likes oder ich will mehr Kommentare, ich will mehr Views. Oh, du hast nicht mehr so viel Views. Nein, ich habe nicht mehr so viel Views, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit mich auf, also darauf konzentriere. Aber ich habe die Anzahl meiner Leads, meiner warmen Leads, verfünffacht. So, ich habe jetzt so viel mehr Geld im Vergleich zu, was ich früher gemacht habe, weil es mir nicht mehr darum geht, die Brand aufzubauen, weil die Brand steht. Am Anfang ist das vielleicht wichtig, aber letzten Endes musst du auch dir überlegen, dass du, das ist, du musst ein Businessmodell aufbauen. Du musst Kunden gewinnen. Und wenn du das nicht machst, dann hast du einfach nur ein wahnsinnig teures Hobby. Also ich kenne unglaublich viele Leute, die irgendwie ganz viele, aber das ist eher auf Instagram so, nicht so sehr auf LinkedIn, die ganz viele Likes und Follower und wie auch immer haben, aber die müssen sich von einem Kumpel oder von einer Freundin Geld leihen, weil sie halt ihre Miete nicht bezahlen können. Und da denke ich mir, ja, wenn du nicht weißt, wie du deine Visibilität oder dein Engagement monetarisierst, dann ist das echt ein Problem. Und mach bitte externe Quellen oder eine Funktion, die du hast oder nicht hast. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du kein funktionierendes System hast. Nein. Ja, das ist natürlich unter meiner Marke. Ich meine, ich rede da an sich gerne gar nicht. Ich erwähne es normalerweise gar nicht so gerne, aber da spielt Neid auch eine gewisse Rolle. Ja, ich denke auch. Und die andere Sache ist natürlich auch immer ein schönes Kompliment, wenn man kopiert wird. Aber wie du sagst, der Auftritt lässt sich recht leicht kopieren. Die Dinge, die hinter den Kulissen passieren, eher nicht. Und die sieht man dann natürlich in der Form auch nicht unbedingt. Ja, aber das heißt, um nochmal das abschließend aufs Buch zurückzukommen, du hast da schon Wahnsinns-Testimonials vorne drin. Es gibt am Ende, wenn man, also ich sag mal, wenn man sich an das hält, wenn man das tut, was du da in dem Buch schreibst, Coaching ist sicherlich hilfreich, weil man dann auch Feedback bekommt und natürlich interaktiv arbeiten kann mit anderen. Aber damit kann man schon sehr weit kommen. Und dann kommt natürlich noch die ganze andere Dimension, sage ich mal, dazu, vom Personal Development. Und dein Kapitel, du hast es am Anfang schon erwähnt, wie bin ich zum besten authentischen Selbst geworden? Das lässt sich nicht trennen, das geht sowieso immer Hand in Hand, oder? Absolut. Ich möchte nicht mehr. Ja. Deswegen macht Work-Life macht für mich, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Work-Life ist nicht so ein Konzept, dem ich viel abgewinnen kann. Ja, es ist so ein bisschen, ganz viele Leute sprechen ja von Work-Life-Balance. Ich sage immer, es ist ein Work-Life-Blend oder ein Work-Life-Mix. Und das hängt immer von der Persönlichkeit ab. Und ich finde, das hängt auch von deinem Beruf ab und ob du deinen Beruf magst und wahrscheinlich auch von der Lebensphase, in der du dich befindest. Ich denke, du hast unterschiedliche Werte und Ziele im Alter von 20 im Gegensatz zum Alter von 50. Hoffentlich. Also ja, wenn nicht, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. aber letzten Endes muss jeder für sich selbst einfach eine gesunde Basis finden, wie er oder sie sich entwickeln kann, gesund bleibt, auch im Business wächst. Und da gibt es halt nicht die Lösung oder 5 perfekte Schritte oder das Geheimnis zu. Das musst du alleine für dich herausfinden. Du kannst dir externe Hilfe holen, du kannst dir Bücher lesen, wie auch immer. Und dann geht es einfach wirklich ums Experimentieren. Also ich hatte erst gestern ein Treffen mit eines meiner Coaches, hatte ich ja am Anfang erwähnt. Und ich glaube, wir saßen 7 Stunden und ich habe mich einfach mal wirklich ausgekotzt, weil ich gesagt habe, ich bin da nicht effizient, aber ich weiß nicht, wie ich da besser werden kann. Ich stehe mir da selbst im Weg. Ich glaube, ich habe ein Problem hier und ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also war mal richtig auskotzen und basierend darauf loslassen, einfach bessere Systeme oder Strukturen aufbauen, sich selbst vergeben, mehr delegieren beziehungsweise einfach aufhören, bestimmte Dinge zu machen. Und ich brauche das alle 3 bis 6 Monate. Und ich muss lernen, dass ich das schneller sehe und dass ich schneller eingreife. Mhm. Mein altes Ich ist manchmal noch stark involviert in meiner Person. Und ich habe die Tendenz, Dinge auszusitzen und mehr so, ey, yo, hustle, grind. Ich war früher Leistungssportlerin, also ich habe jahrelang getanzt. Tanz, oder? Ja, und deswegen, bei mir gibt es halt
Also bei mir wird einfach gemacht und es wird gearbeitet und es wird gemacht und so weiter. Also das alles andere ist halt nur für Schwache und für Weiche. Deswegen muss ich halt eben mehr lernen, wirklich in mich hineinzufühlen und zu sagen, okay, nee, jetzt machen wir mal hier eine Pause und das ist okay. Und es ist nicht weich, sondern es ist gesund und du brauchst es langfristig. Ja, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das kann man wirklich nur jedem raten. Das ist auch eine Sache. Und vor allem, wie gesagt, Einstein war schon ein ziemlich schlauer Kerl. Allein kennst du seine Definition von Idiot? Ist das, wenn man dasselbe immer und immer wieder macht und andere Ergebnisse erwartet? Ja, genau. Also da steckt ja ganz viel von dem drin und das ist so schwierig bei sich selber natürlich auch sehen zu können, was funktioniert, was funktioniert nicht. Externe Hilfe ist sehr, 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 sehr hilfreich. Absolut. Liebe Natalia, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal, kann ich nur sagen. Und bis dahin, kauft das Buch oder gewinnt es hier in der Sendung. Ich muss noch eins erwähnen, das habe ich vorher nicht gesagt. Es ist ja auch immer eine Frage der Marktsituation bei allem, was wir tun. Es gibt kein LinkedIn-Buch in diese Richtung. Nichts. Kein E-Book, kein gar nichts. Nee. Sehr, sehr früh. Ich habe ein bisschen geschaut. Also mit der Nische, die ich mir da ausgesucht habe, gibt es nicht wirklich etwas im deutschsprachigen Markt, was eine Konkurrenz dazu ist. Absolut nicht. Tja, die Bulla hat das Mikro diesmal richtig aktiviert, aber was soll ich sagen? Sie schämt sie immer noch, aber es wird besser. Wir trainieren zusammen, gell, Bulla? Gemeinsam schaffen wir das. Das Motto in Zeiten wie diesen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Roger, liebe Vera. Das ist super tolles Feedback zum Interview. Ich fand es auch sehr spannend. Immer, immer toll, sich mit anderen Experten austauschen zu können. Und ja, ich glaube auch wirklich, dass man da einiges mitnehmen kann. Genauso wie aus dem Buch. Also bis Sonntag um 23 Uhr Kommentar hinterlassen und gewinnen. Die Gewinnchancen sind während dieser Sendung recht stark gefallen. Also es haben viele mitgemacht, was mich sehr, sehr freut. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. Ich freue mich schon sehr auf den Workshop mit den Grazer Startups. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Kann ja nicht mehr lange dauern. Gutes Stichwort. Also letzte Erinnerung nochmal. Heute zu gewinnen. Natalia Wichowskis großartiges neues Buch Personal Branding mit LinkedIn. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Show angekommen. Es gibt heute keine Status-Updates der Woche, ist ja eine Sondersendung, ein Special. Ich möchte nur aus aktuellem Anlass sozusagen nochmal kurz daran erinnern, kann ich jetzt mal live machen, dass ja heute Linked Friday ist, auch noch einige Stunden, es ist 13.43 Uhr. Linked Friday, ihr markiert 1 bis 3 oder gerne auch mehr Personen aus eurem Netzwerk. Schreibt bitte kurz dazu, was ihr an denen interessant findet, damit die anderen auch wissen, weshalb. Taggt das Posting mit Linked Friday und dann passiert das da. Es gibt diesen Feed und da findet man die ganzen Empfehlungen und da sind immer wieder sehr tolle Sachen dabei. Aha, Unternehmen machen auch mit. 3 Österreich sehe ich zum ersten Mal beim Linked Friday. Ist überhaupt Linked Friday drin? Okay, jedenfalls findet man da eine Menge interessanter Dinge, vor allem interessanter Nutzer zum Verfolgen. Grafiken und weitere Infos dazu findet ihr auf linkedfriday.net. Und damit möchte ich zum Abschied nur noch eines anmerken. Auf datenschmutz.net habe ich eine mittlerweile auch ziemlich umfangreiche Linksammlung von EPUs, von kleineren Unternehmen, die flexibel reagieren in dieser Homeoffice-Phase und die ihre Services digital anbieten. Das geht von Coaching über virtuelle Inneneinrichtung, Text-Services, Marketing. Schaut rein und wenn ihr möchtet, dass ich euch dort eintrage, dann shoot me a message on LinkedIn. Ja, und damit sind wir wirklich am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Natalia. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag und ein entspanntes Wochenende. Nützt die Zeit gut. Wetter soll ja nicht mehr so toll und sonnig sein. Also ohnehin nicht so hoch die Motivation rauszugehen. Macht was Sinnvolles am Computer oder spielt eine Runde Gwent. Es ist Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Freut mich sehr. Update zur Verlosung folgt dann am Montagmorgen. Und wir sehen uns wieder.
ganz regulär nächste Woche, nächsten Donnerstag um 16 Uhr zur gewohnten Zeit. Dann bei mir zu Gast Profilerin Patricia Staniek und wir werden darüber sprechen, was LinkedIn und Profiling so miteinander zu tun haben, was man aus Texten und Profilen entnehmen kann über Personen und ja, warum Profiling im HR überhaupt eine so wichtige Rolle spielt. Wir sehen uns. Schön, dass ihr dabei wart. Richie, raus.